So Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Ich gehe flirten, hier aus dem kalten, extrem kalten Wien, aus dem extrem windigen Wien heute auch. Und ja, zur Ausgangssituation ist es jetzt 18 Uhr. Ich habe nicht so viel Zeit, tatsächlich eigentlich nur 20 Minuten, weil ich in einer halben Stunde schon wieder an einer ganz anderen Stelle zu einem Date sein muss. Dementsprechend wird es eine kurze Folge werden, was aber auch kein Problem ist, weil ja, dann muss man schneller ins Handeln kommen. Ja, das möchte ich euch auch immer mitgeben. Nehmt euch eine kurze Zeitspanne vor, setzt euch ein Ziel von Gesprächen, die ihr machen möchtet, und dann einfach durchziehen. Ja, und das mache ich jetzt auch. Es ist wie gesagt echt arschkalt. Ich werde runtergehen in die U-Bahn-Station, werde mir meine Maske aufsetzen und wir gucken einfach mal, ob, ja, ob das Glück bei mir ist, sagen wir mal so. Und es ist ja meistens so, dass wenn man was macht, dass man auch belohnt wird. Ist natürlich in 20 Minuten nicht so viel möglich zu machen, aber ja, schauen wir einfach mal, was geht heute. Ah ja, was gibt's noch Neues? Ist jetzt Ende Oktober. Ist schon Anfang November. Also in Deutschland wurde jetzt schon der neue Lockdown eingeführt, beziehungsweise angesagt. In Österreich stehen die Zeichen auch dahingehend. Die Leute kacken sich in die Hose. Und ist natürlich für uns, unser Eins, ein hartes Eisen, ja. Aber was will man machen? Entweder man sitzt sich zu Hause hin und heult rum, oder man geht halt raus, setzt sich die Maske auf und macht halt trotzdem weiter und holt sich das, was man möchte, was einem zusteht, wenn man in der Vergangenheit gut gearbeitet hat an sich selbst. Und das rate ich euch auch und das werde ich jetzt auch machen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ihr werdet mich wieder in den Gesprächen, ja, begleiten. Ich hoffe mal, dass in diesen 20 Minuten jetzt zwei Gespräche drin sind, weil es ist jetzt nicht so viel los, dadurch, dass die Leute viel Homeoffice haben, viel Angst haben, sich zu Hause wegsperren. Aber ja, ich will nicht lange rumreden. Ich gehe jetzt runter in die U-Bahn, schmeiß mich ins erste Gespräch rein und wir gucken einfach, was rumkommt dabei. Also, bis gleich im ersten Gespräch. So Leute, also ich stehe jetzt unten bei der U-Bahn-Station und manche von euch, die das auch machen, die fühlen sich ja wie so ein Penner, der nach Geld fragt. Ja, also diesen Modus hat man ja manchmal, aber ich würde das Ganze gar nicht so sehen. Ja, ich würde sich eher so sehen, dass man der Talentscout ist. Der Talentscout, der immer seine Augen offen hat nach Talenten, weil er ein gutes Angebot hat. Und dieses Angebot möchte er natürlich an die Talente rausbringen. Das möchte er den Talenten anbieten. Und ja. Als Talentscout muss man natürlich auch fleißig sein und dann natürlich auch schauen, dass man sich einfach das Glück erarbeitet. Und ich würde sagen, ich springe jetzt mal ins erste Gespräch rein. Wir gucken mal, was passiert. Wird ein kritisches Ding werden, so vom ersten Eindruck her, aber hey, der Fleiß wird belohnt am Ende. Darum geht's. Also, drückt mir die Daumen. Wir gucken einfach mal. Hey, you. You are from Romania, right? Are you phoning? You are from Romania. Germany? Yeah, yeah. Du bist aus Rumänien, oder? Nein, ich komme aus Libanon. Echt? Ich hatte mal einen guten Freund von dort, beim Fußball. Nein, ich war letztens in Bukarest gewesen und die sahen dir sehr ähnlich dort, deswegen. Ah, okay. Ja. Na, was hat dich hervorschlagen? Studium oder Arbeit oder was machst du? Ja, nicht Arbeit. Nein, nicht Arbeit, Ausbildung. Ah, Ausbildung. Ausbildung. Ich bin ja jede Woche, neu schneiden hier. Ich gehe mal zum Kosmetik auch. Kosmetik auch? Ja. Augenbrauen? Ja. Tut so weh. Nein, du hast so süß gelächelt, deswegen dachte ich, ich sag kurz hi. Ich warte jetzt auf meine Freunde hier. Woher kommst du? Deutschland, Piefke. Yeah. Ja, ich bin hergezogen, weil es so eine schöne Stadt ist und ja, ist halt einfach. Wie lange bist du schon da? Fünf Jahre. Ja. Ja, schau, ich bin auch seit 3 Jahren hier, aber es wird schon langsam langweilig. Cool. Ja, ich werde jetzt hier warten, auf meine Kumpel zu treffen, ja, uns beim Was Making. Was machst du? Fitnesstrainer. Okay. Machst du Sport oder? Ja. Ja. Ich mach Sport. Fit-In bestimmt, oder? Okay. Ich arbeite bei diesem, das ist so ein bisschen für alte Leute, ja, nichts Besonderes. Hast du Instagram? Lass uns Instagram austauschen. Ja, weil ich hab's eilig. Ich würde jetzt gerne länger mit dir reden, aber
geht nicht. Deine Nummer? Willst du Nummer oder wollen wir Instagram austauschen? Mir ist egal. Ja, ich hab Instagram auch. Wie du willst. Gib einfach ein. Mhm. Ah, okay. Aber welche Sprache spricht man im Libanon? Arabisch. Libanesisch. Arabisch. Ja, es ist eine sehr interessante Kultur dort. Also mich interessiert das sehr. Zeig mir doch mal ganz kurz, dass ich das eingeben kann. Wie ist dein Name? Cool, warte mal, ich schau gerade, wo bist du? Das hier. Ey, that's you. Ja, genau. Sieht so aus wie du. Hendrik, hi. Dann, ich schreib dir, vielleicht haben wir mal Zeit für einen Tee oder irgendwas zu essen, keine Ahnung. Okay. Ja? Warum nicht? Okay. Dann, ciao. So Leute, also hat ja super funktioniert. Ja. Erstes Gespräch, super Kontakt gewonnen. Liebes Mädchen, sah sehr gut aus. Und das Lustige ist, hier an der U-Bahn-Station kenne ich einen Mitarbeiter, der beim Ticketverkauf arbeitet. Er weiß, was ich mache. Und er hat dir zugeschaut. Und hat sich einen Ast abgefreut da hinter seiner Scheibe. So ist das, wenn man eine Zeit lang in Wien wohnt, dann irgendwann kennt man die Leute gefühlt überall. Naja, was gibt's jetzt zu diesem Gespräch zu sagen? Nicht viel. Ja, außer dass ich, denke ich mal, recht ruhig war im Gespräch. Das habt ihr, denke ich mal, mitbekommen. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr rausgeht und noch ganz am Anfang steht. Man neigt dazu, einfach sehr, sehr schnell zu reden. Und das kann man übrigens auch üben. Indem man dann einfach mal vorher, bevor man rausgeht, jemand anderen anruft oder eine Sprachnachricht einspricht oder einfach nur mit dem Handy redet, sodass es so aussieht, als würde man mit eine Sprachnachricht einsprechen. Wo man sich mal darauf konzentriert, sehr, sehr langsam zu reden. Das Gehirn wird dann immer das Mittelmaß nehmen von dem sehr, sehr langsamen Reden und dem, was es jetzt durch die Aufgeregtheit sehr, sehr schnell reden lässt, also dann wird es praktisch das Mittelmaß sein, was dann wiederum normal ist. Aber versucht euch wirklich zu konzentrieren, dass ihr übertrieben langsam redet, wenn ihr ja, fremde Menschen ansprecht. Das ist halt einfach eine angenehmere Atmosphäre. Ja? Aber das ist Übungssache. Wenn ihr da schnellere Erfolge haben wollt, dann macht das so, dass ihr eure Gespräche aufnehmt, dass ihr euch selber mal hört, weil man kriegt es halt meistens selber gar nicht mit, wie schnell man redet. Und dementsprechend, ja, einfach wirklich mal aufnehmen, selber drauf achten, Kumpel mal zuhören lassen und einfach mal langsam reden. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen in Stocken geraten, weil ich natürlich meine Augen auch immer offen habe hier als Talentscout in der U-Bahn-Station. Und wir schauen mal, dass wir jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir heute nur haben, noch ein zweites Gespräch hinbekommen. Es ist wie gesagt nicht so viel los, man muss halt wirklich ein bisschen fleißig sein mit dem Rumschauen. Aber ich denke mal, ein Gespräch wird heute noch funktionieren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ich habe ja immer gesagt, ich werde die Pausen ein bisschen füllen mit Themen, die aktuell sind, die euch interessieren könnten. Aber ich sehe gerade die nächste hübsche Frau, wo ich mal Hallo sagen werde. Ich hoffe, sie ist nicht zu jung. Aber was macht ihr denn, wenn ihr denkt, dass sie zu jung sein könnte? Habe ich auch schon mal ein Video gemacht in der Facebook-Gruppe. Übrigens, wenn man nicht drin ist, endlich mal reinkommen. Ja. Dann fragt man einfach nach dem Alter. Das klappt meistens sehr gut, weil wenn die dann zu jung sind, dann ist es halt einfach so, dass ja, das komisch ist, wenn du dann halt weitermachst, aber vorher gar nicht weißt, wie alt sie ist. Deswegen frage ich immer direkt nach dem Alter und wenn sie zu jung ist, dann gehe ich aus dem Gespräch raus, auf natürliche Art und Weise. Und wenn nicht, dann sage ich, warum ich Hi gesagt habe. Ja, gucken wir mal, was rumkommt dabei. Also, bis gleich. Hi. Hi. Du bist nicht von hier, oder? Nein. Habe ich mir gedacht, du siehst aus wie eine Ukrainerin oder so. Nein, ich bin aus Serbien. Serbien? Ja. Okay, na das ist aber sehr ähnlich.
Na, du hast süß gelächelt, du hast wahrscheinlich gerade geträumt oder so, deswegen dachte ich, sag kurz Zeit. Ich treffe mich mit meinen Kumpels von McDonald's. Ich bin wieder zu früh als Deutscher. Ist leider so. Kann man sich nicht abgewöhnen. Ja, es ist immer so. Na, und warum bist du hergekommen? Wegen der Arbeit, oder? Nein, ich habe Wimpern gemacht. Ich habe einen Karlsplatz oben. Was Wimpern gemacht? Ja, aber gemacht. Achso, du arbeitest dort, oder? Nein, ich war... Ah, du warst gerade dort? Nein, ich nicht. Ich meine, du bist hergekommen wegen der Arbeit oder wegen Studium oder so. Nein. Okay. Aber du wohnst schon in Wien, oder? Ja. Achso, ja, gut. Ich habe... ewig. Ja. Ich habe früher bei der Kosmetik mal meine Augenbrauen machen lassen. Ich weiß nur, wie ich da geheult habe. Wirklich. Kennst du vielleicht das erste Mal? Tat so weh. Nee, wir gehen jetzt ein bisschen Burrito essen bei Max und Benito. Das ist, kennst du das? Ja, ich kenn's. Super geil. Mahlzeit. Ich muss wirklich Du musst weiter, ja? Ja. Ja, pass auf. Hat mich gefreut. Du willst kein Instagram austauschen, so wie ich, sehe, dass du in Hurry bist. Ja gut, ich meine, so gut kennen wir uns jetzt auch noch nicht. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, dann werde ich nochmal Hallo sagen. Tschüss, hab einen schönen Tag. Ja, ciao. So, also zweites Gespräch, lief eigentlich sehr gut. Ich habe dann doch nicht nach dem Alter gefragt, weil als ich ein bisschen näher dran war, habe ich dann gesehen, okay, ja, sie ist locker schon Mitte 20 und da brauchen wir dann auch nicht mehr nach dem Alter fragen. Aber manchmal habt ihr einfach die Situation, dass ihr eine seht, die euch gefällt und denkt euch dann, kann ich da jetzt Hi sagen oder lass es bleiben? Es wäre doch echt schade, wenn man es nicht macht. Und sie wäre im richtigen Alter, aber das hatte ich einfach abgehalten, weil ja, du nicht einfach mal gefragt hast. Ne? Okay, also, war eigentlich ein entspanntes Gespräch. Sie hat mir halt von der Körpersprache schon so ein bisschen signalisiert, dass da jetzt kein Interesse da war. Ich habe es trotzdem probiert, da noch ein bisschen weiter zu gehen, sie ein bisschen ins Gespräch zu verwickeln. Hat nicht funktioniert. Meine Güte, ist halt so. Ist halt immer noch am Alltag, wie gesagt, am schwierigsten, weil man natürlich auch viele trifft, die einfach grundlegend nicht interessiert sind, beziehungsweise vergeben sind oder wie auch immer. Aber hey, weiter geht's. Ich denke mal, eins können wir noch machen, dann muss ich wirklich weiter, Freunde. Ja, dann muss ich wirklich zum Treffpunkt muss ich noch ein paar Stationen weiterfahren. Jetzt ist hier gerade Live-Musik im Hintergrund, das ist immer das Coole an U-Bahn-Stationen. Es wird nie langweilig, es ist warm, schöne Musik im Hintergrund. Es gibt keine Ausreden für wegen schlechtem Wetter, wegen Regen, wegen Schnee, wegen Kälte, wegen Wind, was weiß ich. Es ist wirklich komplett egal. Es gibt immer irgendwo Orte, wo man hingehen kann, wenn man Zeit hat. Und die Zeit, die man hat, sollte man nutzen. Weil wenn ihr was haben wollt vom Leben, dann müsst ihr dem Leben auch zeigen, dass ihr es wirklich haben wollt. Dann müsst ihr wirklich Gas geben. Und dann werdet ihr auch belohnt werden. Aber wenn ihr nur zu Hause sitzt und schaut euch die ganze Zeit Videos an, ist natürlich schön, wenn es Videos von mir sind. Aber ja, dann bringt es euch trotzdem nichts. Ihr werdet dann einfach damit keinen Erfolg haben. Das ist die Wahrheit. Und jetzt wurde ich gerade angelächelt. Da sage ich mal kurz Hallo. Kann aber sein, dass ich schon mal angesprochen habe. Sieht so aus. Egal. Danach werden wir die Folge beenden. Also bis gleich. Hey. Hello. Ah, English. Yeah. No problem. Where are you from? From Bulgaria. Where? Bulgaria. Bulgaria. I was in Romania some weeks ago, but I really want to go to Sofia. Very good. I don't know. I have a friend from there. He was playing football with me. Mm-hmm. No, you were smiling. I just decided to say hi. I'm waiting for my friends. They are too late. I'm German. Okay, I'm good. I'm on point always. And you work here? Yes, I live and work here. Yeah, why not? I mean, Vienna is beautiful. It's lovely. I'm from Germany. I also fell in love. I came here as a tourist and saw this These buildings, these horses on the street, and they are beautiful. I love it. Amazing. Yeah. You are 25, 24? Was? 10? Really? Yes. Give me the screen which you use. Really? Oh no. It's about the Balkan gene. Yeah, maybe. Yeah, these East Europeans, they have good genetics. We Germans, we look like 10 years older. Honestly. Okay. That's the case.
How long are you here now? Because you don't speak German. Already 2.5 But it's not so easy to speak German. I'm doing my best. But it's a difficult language, especially for just East European languages. It is still many words are same because just we use the German words. But speaking is... But it's crazy. In Romania, where I was, everyone spoke English very well. In Hungary, I'm often in Hungary, they don't speak any English. I think in Bulgaria... It's somewhere in between. depends very much where in Sofia, yes, the majority. Yeah, I mean, it's the main city here. I really want to go there. I mean, this culture there is interesting, you know, this... And cuisine as well. I'm vegan, it's difficult. Yes, then it will be difficult for you. But it's okay, it's okay. So which one do you use? It doesn't matter, whatever it comes. Ah, so you go there. Yeah. Now we will go to this Maxim Benito. This is a vegan fast food. Okay. Oh, that's good for me, I mean. My boys. Are you a vegan? Why? Why not? I don't know. I like meat. Yes, of course. I also like it. It's very tasty, but my skin became very bad when I ate milk products. And okay, yeah, milk products I also try to avoid. But, yes. Do you like meat? You are a girl. You are like eating chocolate and eating this tasty meat, of course. I am the boy. It's okay. I can just eat other stuff. You okay, good. My understanding was opposite, but... Really? No. Yeah, because normally girls, they try to not eat this and that. No, I mean they have to do that to feel better, you know. Maybe for their emotions. Maybe. No. For me it's better. I feel better since then. And why should I choose it? And yes. Yeah. I believe that. And what are you working? You work in the office? Yes, I'm working in the office. Program manager. Program manager? Yeah. It sounds boring, like sitting the whole day. It's not, it's just exhausting. But yeah. Yeah, I'm for manufacturing business. And I mean, business is always good. And you? I'm a fitness trainer, but maybe at Monday we will close again. So let's see. Yes, it looks like. In Germany, they closed today or yesterday. Yeah. Yeah, that's bad. I mean, I have some clients, I can train them outside, who cares, but I like to go there, I like to be with humans, I like to talk and to, yeah, socialize and without them. Yes. I need to talk to you, like, joke. So, I will go to my friends okay. Now. Do you have Instagram or something like that? That yes, you can I can follow. If you want. I mean, even when you are a little bit older than me, yeah. It's okay. Okay. I mean, my name is Hendrik, that's typical German, so yours is? Deva. It's usually a Russian cover of a... What is this one? Instagram? Yeah, it's easy, I mean. I think it's the modern one. That's you. So let's see. You're an influencer. No, I'm not. It's Vienna. Yes, yeah. I was there. I found this place this year. I'm 3 years here now, yes. And this year I found this place to swim and go inside. And yeah, everything. But actually this one is not so good. There is another one that is official bath and is even better. No. Wait, I was at Alte Donau. Yes, this is exactly. Not at Alte Donau. No, that's not. That's Dunajinsel. So you can wave when I'm there. Yeah. Cool. So have a great day. You too. Bye. Ciao. So, also hat er nochmal super funktioniert. Ja, liebes Mädchen. Ich habe Instagram ausgetauscht, weil ich im Gespräch das Gefühl hatte, dass da noch ein bisschen Vertrauen fehlt. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen was mitgenommen aus dieser Folge und seid dementsprechend auch wieder motiviert, das selbst einfach auch mal auszuprobieren.
Und im besten Fall natürlich mit mir zusammen in einem Mentoring, ja, weil es ist halt einfach die Abkürzung. Ich habe das schon so oft gemacht. Ich kann euch da mit einer intensiven Betreuung einfach die Abkürzung geben. Und es ist halt einfach so, dass das Premium-Coaching bei mir einfach auch Premium ist und Premium-Ergebnisse hervorbringt, weil ich weiß einfach, dass es super funktioniert. Meine Klienten, die haben alle super Erfolg damit und ich stehe da zu 100% dahinter. Ich weiß, dass das eine richtig geile Dienstleistung ist und ich gebe dir, wenn du mir 100% Vertrauen gibst, natürlich auch 110% oder noch mehr Energie zurück. Wir tun alles in dieser Zeit der Zusammenarbeit, was wir tun müssen, damit du Erfolg hast. Ja, also eintragen. Erstmal fürs Testcoaching, Facebook-Gruppe. Und dann werde ich dir zeigen, dass es definitiv Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war kurz und knackig und ein bisschen amüsant, ein bisschen lehrreich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder in einem neuen Video, in einer neuen Folge von Ich gehe flirten. Mit neuen Kontakten, mit vielleicht auch der einen oder anderen Ablehnung, mit dem einen oder anderen Cringe-Moment, was auch immer da passieren mag. Und ich gehe jetzt zum Treffen. Und wir sehen uns, wir hören uns. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Nicht vergessen, bei der Facebook-Gruppe einzutragen. Leute, vergesst es nicht. Ich muss es immer wieder sagen. Vergesst es nicht. Also. Wir hören uns. Ciao.